Come on. Nur freaking Mana Flare? Ich geh mal kurz mit euch durch hier. Moldrifter ist natürlich geil. Porten nicht so. Grisselbrand könnte man nehmen. Wrath of God, Firebolt. Ich glaube, man könnte hier einfach mal Grisselbrand nehmen und sagen, wir gucken, dass wir irgendwie so eine Art Reanimator-Shell bauen. Aber ich muss das irgendwie größer kriegen. Müssen Balken sein, aber ich sehe gar keinen Balken. Ja, ich dachte auch, dass hier irgendwo ein Balken ist, aber ich sehe gar keinen. Muss ich das... Oh, das ist aber doof. Wenn ich es... Warte mal, wenn ich so habe, ist es auf jeden Fall größer. Wird es jetzt wieder... Na, ich nehme erstmal Grisselbrand. Naschi ist neu. Oh, das ist aber doof hier, Mann. Ich will jetzt... Oh, Oath of Druids. Den könnte man nehmen. Der Balken ist ein extra Fan. Ist er wirklich? Ey, ohne Witz, Leute, ich glaube euch das. Bei Modo, ich glaube euch alles. Man könnte hier, man könnte sagen, wir draften nur Grisselbrand als Kreatur und nehmen Oath of Druids. Immer Stormfall. Ich bin halt ein schlechter Stormspieler. Man könnte Brainstorm nehmen, Kabal Ritual. Ich glaube, ich nehme mal Oath of Druids. Flooded Strain ist auch immer gut, ne? Fixing Early zu nehmen. Oath könnte auch rumkommen. Naschi ist es nicht, auf jeden Fall. Naschi ist es auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, es ist Flooded Strand oder Oath of Druids, aber... Ich glaube, Oath kommt rum. Ich nehme mal einen Flooded Strand. Warte, was ist Reanimator in der Regel für eine Farbe? Auf jeden Fall schwarz. Man könnte auch Tom nehmen. Life ist auch nicht schlecht. Ach komm. Solo. Schwarz-Grün irgendwas. Elvish Mystic ist bestimmt nicht schlecht. Golos könnte man, glaube ich, auch... Man könnte auch Five-Color Golos nehmen. Young Peasy, Ponder, Mindslaver, On... Da, warte mal. Acidic Slime, Fireblast. Könnte Elvish Mystic nehmen. Ich glaube, man nimmt hier Golos einfach. Ich glaube, wir gehen einfach mal... Wir machen einfach mal Five-Color. Dann ist Oath of Druids natürlich kein guter Pick. Auf der anderen Seite... Wenn wir nicht so viele Kreaturen haben, geht's vielleicht noch. Also wenn wir nur Banger haben. Vielleicht war Oath of Druids auch nicht so der optimale Pick. Ich würde gerne noch irgendwie das Ganze ein bisschen vergrößern für euch, ehrlich gesagt. Aber ich sehe nicht wo. Hey. Da ist Kiki Jiki, Mann, aber da ist auch Emra cool. Wir haben bestimmt auch ein paar Sachen, wie wir Emra cool ins Spiel cheaten können, oder? Wir haben bestimmt ein paar Show and Tell oder sowas. Emo, danke dir. Natural Order? Aber das finden wir nur grüne... Ne, warte mal. Sacrifice a green creature? Set your life for a green creature. Ah, schade. Das ist mir, ja, genau. Bloodstained-Meyer ist bestimmt ein gutes Fixing-Land. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir hingehen hier mit. Einfach mal gucken, oder? Einfach mal gucken, was wir hier bauen. Natural Order ist es, glaube ich, nicht... Ich glaube, Bloodstained Maya könnte ganz okay sein hier für uns. Fixing ist ja wichtig, wie wir gefunden haben. Haben die auch Karl Klammer integriert? Oblivion Stone. Elvish Reclaimer könnte okay sein. Escape to the Wilds als Ramp Spell. Damnation. Edric. Boah, so viele gute Karten, ne? Emo, danke dir auf jeden Fall für dein Abo. Ich würde so gerne mit euch... Ich habe das natürlich nicht getestet. Aber ich hätte... Ach, guck mal hier. Guck mal hier. Aha. Easy. Deck auch. Ja. Geiles Design. Ja, sicher. Viel besser. So. Okay, jetzt weiß ich immer nicht, was ich nehmen soll. Ich glaube, ich nehme Escape to the Wilds. Moin, Beholder. Ulamog auch noch am Start. Ey, was ist hier los? Mach ich einfach Ultra Ramp oder was? Exile Toxic Cards, you may play them without playing the Mana Cost. Ja, easy.
Wir nehmen jetzt, wir machen einfach Golos, Ramp. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, Fettis ins Spiel zu bringen. Entweder mit Golos oder mit Oath of Druids. Easy. Ja, komm. Einfach rein, ja. Das ist ein schwarz-grünes Land. Was, das ist gutes Fixing. Raging Ravine ist auch okayes Fixing. Also, ich glaube, dass es nicht funktionieren wird, Leute. Aber, wir machen das trotzdem. Channel wäre gut, ne? Mit Emrakul und Ulamog. Gute Idee. Yo! Mega nice. Phantasmal Image. Ich glaube, ich nehme mir erstmal Raging Ravine. Das kann so schlecht nicht sein. Wir brauchen sowieso verschiedene Mana. Heildrifter Table. Was ist los bei den Leuten? Ich glaube, ich nehme Deathcap Glade. Hab das Gefühl, dass wir so ein bisschen Jund-centric sind. Dann nehme ich doch gerne hier mal die Deathcap Glade noch als Land raus. Loros ist gebannt, den brauchen wir nicht. Loros ist gebannt. Muss mal die Länder hier ein bisschen umsortieren. Life from the Loam. Könnte das gut sein für uns? Wir dredgen. Wir dredgen uns irgendwelche Fettsoße in den Graveyard. Ich nehme mal Life, aber ich pack's erstmal ins. Haben wir ein Sideboard? Habe ich ein Sideboard? Ach, guck mal, hier ist mein Sideboard. Ah, nee, ah, doch. Was? Was soll ich im Sideboard haben? Okay. Okay, Alter, das ist ja alles easy. Man muss ja nur wissen, wie es funktioniert. Miraris Wake, Alter. Das ist natürlich für Ramp auch nochmal relativ nice. Bloody Moinsen. Hier ist auch nochmal der Reanimate-Spruch, ne? Ah, Rexage ist auch okay. Aber auch eher was für Sideboard. Adric, auch eher was für Sideboard. Ich mag diese Soundeffekte, die sind sehr gut. Sind sehr gut. Ja, guck mal, da haben wir doch noch ein. Ich weiß nicht, was wir hier haben, aber wir haben auf jeden Fall schon mal Magic-Karten eingesammelt. Puh! Oh, boi! Thanatos Moinsen! Was nehme ich denn hier? Fuck! Mox Emerald oder Channel? Oh mein Gott! Muss ich hier Channel nehmen? Ist Channel hier mit zwei Eldrazi noch brokener als Mox Emerald? Oh! Oh, boi. Wahrscheinlich schon, ne? Wahrscheinlich. Boah, ey. Schiebe ich jetzt Mox Emerald weiter? Aber mit zwei Fetzo-Berns? Turn 2 Emrakul? Schon nice, ne? Ah, easy Channel. Come on. Ja, das ist Magic online. Channel könnte tablen. Ja, das glaube ich jeweils nicht. Erzählt doch keine Geschichten aus dem Paulanergarten, Leute. Echo of Eons. Brauchen wir nicht. Baneslayer brauchen wir nicht. Gau brauchen wir nicht. Iona wäre eine Möglichkeit. Wenn wir gegen ein Monocolored Deck spielen, wäre Iona eine Möglichkeit zu sideboarden. Dann spielen wir einfach Oath und Iona und sonst keine Kreatur. Badlands wäre eine Möglichkeit. Sind Fixing. Manamorphose, Brain Freeze. Iona kommt bestimmt auch rum. Ich glaube, ich nehme mir mal so Badlands. Dann haben wir wenigstens gutes Mana. Gilded Lotus, Memory Jar, Thrawn, Dynamo, Tinker. Puh, Alter, hier gibt's so viel Zeug. Hier gibt's ja so viel Zeug, das ist ja Wahnsinn. Balanche? Ja, ich glaube, ich nehme Gilded Lotus, oder? Können wir zur Not auch mal was hardcasten? Aber ich muss auch noch irgendwie ein bisschen was Early machen, glaube ich. Vielleicht, aber Early kann man auch später noch einsammeln. Wenn wir Channel. Immer Gilded Lotus. Ich mag Gilded Lotus sowieso. Ich habe übrigens auch keine besonders geile Sortierung bisher. Da können wir mal ein bisschen besser arbeiten hier. Farben Inspektor. Das ist aber eine nette Karte, die du mir da rausgesucht hast. Die will doch kein Mensch haben. Godless Shrine wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Arena ist gerade down. Was ist mit Dark Confident? Dark Confident Emrakul finde ich eigentlich relativ geil, muss ich sagen. Da Confident Emrakul, einfach mal 15 ins eigene Gesichtchen, finde ich nice. Nimm mir Godless Shrine. Können wir auch mit Bloodstainmeier fetchen, ist nicht schlecht. Ah, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen, wir müssen, glaube ich, auch ein bisschen Early Stuff machen. Position. Ich glaube, ich nehme mal hier ein Signet. Ist zwar nicht das beste Signet, aber ist ein Signet.
Time Twister. Oh, Progenitus natürlich. Hier ist alles. Hier ist nichts drin für mich. Nichts. Warte mal. Olivia reanimated auch, ne? Ah, Living Death. Ja gut, aber die schaffen sich doch alle wieder rein, oder? Ah, okay, nehmen wir mal Living Death. Stimmt, Living Death ist vielleicht ganz okay, ja. Regrowth aus Rastodon. Aus Rastodon ist halt auch nicht bad. Ich glaube, wir haben einfach genug von dem. Search a creature with toughness 2 or less. Ja, genau. Ja, genau. Laber nicht. Hier bisschen Early Interaction, vielleicht noch eine Unholy Heat oder sowas. Ich sehe hier sonst nicht so viel. Pack's mal ins Sideboard. Christ, was machst du? Creeping Tar Pit. Nochmal ein bisschen das blaues Mana. Ist wahrscheinlich auch nicht so verkehrt. Blaues Mana zu haben. Macht Grist überhaupt? Ein Insect Card was mild. Ja, genau. Treachery ist eine gute Magic Karte. Shadok Isle ist eine gute Magic. Oh, Shadok Isle müssen wir eigentlich schon spielen. Ja, wir brauchen entweder Discard oder wir sagen halt einfach, wir reanimaten nicht. Wir können ja auch ohne Reanimate das machen. Über Channel, über Golos und über Oath of Druids. Und dann ist Living Death nicht so optimal, ne? Aber ja, also ich meine... Ne, der nicht, aber Emrakul mischt sich doch auch selber wieder rein, ne? Ist halt auch so ein bisschen. Balance vielleicht noch. Brauchen wir Balance? Brauchen wir Memory Jar? Auna Shame. Ist gerade. Der passt halt auch nicht in die Shell rein. Das ist Discard, theoretisch. Nimm mal Mana Flare. Okay, noch ein Lando. Alter, diese dieser Soundeffekt macht mich einfach, der rollt mich einfach komplett. Ich habe Mox Emerald weitergeschoben, Leute. Das kann nicht wahr sein. Ich habe einen fucking Mox Emerald weitergeschoben. Einen Mox. Avenger of Zendikar ist nicht schlecht. Lotus Petal ist nicht schlecht. Lotus Petal gibt mir halt den. Lotus Petal gibt mir halt Broken in Broken Turn 1 Gerät. Toxic Deluge ist aber guter. Ist halt ein guter Removal-Spell, ne? Diego, danke dir für den 21. Monat. Toxic Deluge bringt mir ein bisschen was early immerhin. Ich glaube, Toxic Deluge ist hier der Pick. Und dann hoffen wir mal, dass das Petal wheelt oder so. Mal gucken. Alice Jailer Eureka. Starting with you, each player may put a permanent from their hand on the battlefield. Eureka können wir halt auch spielen. wir könnten Eureka versuchen, ehrlich gesagt. Wir haben halt schon so die krassen Fetties einfach. Und wir tablen entweder das Gruul oder das Rakdos Signet. Oh, wir könnten auch Through the Breach spielen, ne? Through the Breach ist halt auch insane. Oh! Ich glaube Breach. Ich glaube, wir nehmen Breach. Boah, Verdant Catacombs ist nice. Was ist das denn? Die Karte Kane. Need to show the enchantments. Create twice X, 1-1 Black. Archon ist halt auch ein gutes Reanimator-Target. Aber vielleicht reanimieren wir einfach nicht. Vielleicht sagen wir einfach, wir sind ein Through the Breach Channel, Gilded Lotus, Golos Deck. Burden Catacombs wäre noch eine Möglichkeit. Findet uns immerhin Godless Shrine und Badlands. Also ist ein quasi ein
Es sind Tri-Land an der Stelle. Warum Field? Warum unbedingt Field? Das funktioniert im Arena Cube, aber doch nicht. Aber das funktioniert das auch im anderen Cube? Na komm. Ich glaube, ich nehme Catacombs. Resto Angel. Okay. Mind's Desire. Hornet Queen. Weil es broken as fuck ist? Nee. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, Field ist nicht broken as fuck im Vintage Cube. Also, wir machen hier andere Dinge als Turn 200 mal einen 2-2 Zombie zu generieren. Also zumindest versuchen wir das. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Weil, naja, Lano Elf ist nicht, ne? Topf. Topf ist auch nicht gut. Ich habe keine Ahnung, was man nimmt. Ich weiß es nicht. Den Bone Shredder gegen Agro. Golgari Signet ist ziemlich gut. Nehme ich, glaube ich, gerne noch mit. Massaker Wurm ist theoretisch eine. Boah, Heartbeat ist auch. Never a player tap. Ist Heartbeat die Karte, die wir haben wollen? Ich hoffe, es tabelt eins der Signets noch. Der Mana Flare. Satoru, ja. Emrakul und Ulamog kriegen. kriegen Ninjutsu. Ne, ich glaube, ich nehme Heartbeat of Spring. Ephemerate, Repeal Kitchen Things. ECD, ich glaube, ich nehme mir einfach noch eine Colonnade. Habe ich noch ein Land mehr? Das tappt auch für weißes Mana. Ich glaube, ich krieg nicht genug. Oder ich krieg nicht genug Playables. Das könnte auch sein. Könnte auch sein. Vielleicht einfach eine Kitchen Finks, um ein bisschen zu. Nee, Kitchen ist nicht so gut. Will ich nicht nehmen, will ich nicht nehmen, will ich nicht nehmen. Eiger. Wow. Was? Nochmal ein sehr gutes Land. Ballisto. Im Tiger. Fuck, ich glaube, wir. Warte mal, im nächsten Pack waren die Signets, oder? Oder sind jetzt beide Signets raus? Oh, ich weiß es nicht. Ah, ist auch noch eine Karte, die man halt gut channeln kann, theoretisch. Okay, Gruul-Signet. Wow, wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Egal, Savannah, weil dann kann ich mit. Kann ich mit Verdant Catacombs auch Weiß fetchen. Nice. Sehr gut. Gutes Fixing. Upheaval kommt mal ins Sideboard. Survival of the Fittest, ehrlich gesagt, finde ich gar nicht so schlecht. Das wird doch kein Deck, Mann. Ich sag's euch, wenn man zum ersten Mal diesen Cube spielt, ist man möglicherweise etwas überfordert. Insbesondere, wenn man komische Sachen macht. Wie zum Beispiel wir jetzt hier. Ich glaube, es ist okay. Wieso haben wir zu wenig Removal? Wir haben zwei Sweeper. Oder? Ist das nicht auch ein Sweeper? Then sacrifice all creatures they control. Ah, so, zwei Sweeper, ja, so insane. Wir haben drei Signets gekriegt. Wir haben ordentlich Länder gekriegt. Das ist nicht schlecht. Wir können diese Fetzos ins Spiel cheaten über Sheldock Isle, über Golos und über Channel. Und über Through the Breach. Ja, locker, Leute, locker. Ich brauche vielleicht noch ein bisschen was Early. Das sehe ich ein. Wir könnten Vindicate spielen. Ganz ehrlich, können wir. Ich glaube, unser Mana ist gut genug. Wir haben Bloodstained Mire. Wir haben Bloodstained Mire und wir haben
Wir haben Verdant Catacombs, wir haben Savannah. Wollen wir Living Death rausnehmen? Wollen wir Makeshift Mannequin rausnehmen? Ich glaube, Makeshift Mannequin. Living Death wahrscheinlich auch. Müssen wir eine Menge andere Sachen spielen. Vindicate könnten wir spielen. Unholy Heat könnten wir spielen. Wie viele Länder haben wir denn so? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Also 5 Länder kommen noch rein. Gibt es hier eine Auto-Suggestion für Basic Lands? Ah ja, okay. Moment, hä? Das ist doch viel zu viel, Mann. Okay, wie viele Spells haben wir denn überhaupt? 7, 11, 15, 16, 17, 18, 19. 4 Karten müssen noch rein. Ich will Hans Meiser nicht unbedingt spielen. Balance. Ah, Balance ist schon okay, glaube ich. Ah, Balance können wir schon spielen. Ich glaube, Upheaval schafft es leider nicht rein. Ephemerate, glaube ich, auch nicht gut genug. Ich will eigentlich keine Kreaturen spielen wegen Survival, wegen Oath of Druids. Will ich eigentlich keine Kreatur spielen, die nicht maximal insane ist, mindestens. Aber das Sideboard größer. Ich meine, Hans Meiser könnte ich noch spielen. Hans Meiser fände ich noch okay. Hans Meiser ist halt gegen Aggro noch mal ganz okay. Loam finde ich auch in Ordnung, ja. Auf der anderen Seite macht Loam jetzt auch nicht so richtig viel, ne? Wir haben zu viele Länder eingesammelt. Wir haben zu viele Länder eingesammelt, tatsächlich. Sind wir jetzt 8, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 2 Karten noch. Ich glaube, Acidic Slime könnte man auch spielen. Vielleicht doch Living Death einfach. Als Sweeper. Ich glaube, Living Death will ich doch spielen. Das kann halt in die Hose gehen, aber ich glaube, das ist in Ordnung. Man könnte auch 18 Länder spielen. Schröder? Wer ist Schröder? Bone Schröder oder was? Amargus of the Order ist, glaube ich, eher nicht so der Chef. Haben nicht so viele grüne Kreaturen. Boah, das Deck ist ja ein ganz schöner Pile, ey. Ja gut, ich meine, was soll ich sagen, ne? Wenn wir nicht Arena spielen, dann müssen wir halt irgendwie anders gewinnen. Da müssen wir irgendwie anders Magic zocken. Holy shit, Alter, dieses Deck. Wir könnten 18 Länder spielen. Komm, wir spielen einfach 18 Länder. Ich glaube, den Rest will ich wirklich nicht im Deck haben. Kann man ja immer noch sideboarden. Add Basic Lands 1, 2, 2, 1. Add to Deck. Save Deck. Ja. Ich nenne das jetzt um. Pylobert Lense. Pylobert Lense. Der. Der 13. So. Wir spielen gegen den Top-Deck. Okay. Ich würde aber gerne anfangen, klar. So, ich habe ein Land. Das ist ein Mulligan, oder nicht? Oh, Mulligan. Ich keep das mal und leg die Karte weg. Ja. Das ist okay jetzt tatsächlich. Wir können. Kann ich das hier ein bisschen größer ziehen? Können Turn 1 Goldeschwein legen. Turn 2 Simic Signet. Turn 3 Huntmaster. Turn 4 Golos. So scheiße ist das gar nicht. Wir haben alle unser Mana. Wir können Golos aktivieren. Die Sounds haben die von Chandala übernommen. Ja, das ist ein bisschen schon. Kann ich F6en?
Ja, ich kann nicht F6en. Ach, das heißt jetzt, ah, das ist jetzt 6. Das ist nicht mehr F6. Okay, Gegner macht nichts. Dann lege ich einfach, dann legen wir Hans Meiser. Und die Pay 1. Was? Hey, grün? Okay. Okay. Der Autotapper, der Autotapper ist nicht der Beste hier, muss man sagen. So, jetzt ein Land für Golos, Mann? Dann rasten wir richtig aus. Junge. Achtung, habt ihr gehört? Die Bahn kommt. Oh, Grixis. Okay. Boah, Tutor ist natürlich gefährlich. Ich zieh das mal ein bisschen größer. Cool. Kann das leider nicht größer ziehen. Das ist leider die maximale Größe. Okay, na gut. Ich wollte es ein bisschen größer ziehen für euch. Hat leider nicht geklappt. So, Land gefunden. Volonsus gelegt natürlich. Warte, ich tapp erstmal wieder. So. Naja, okay. Ja, ich würde das gerne machen. Ich glaube, Creeping Tarpit. Jetzt noch ein Land. Alter, noch ein Land, dann kann ich Golos aktivieren. Und da wird auf jeden Fall ein Eldrazi sein. Come on! Come on! Vintage Cube Action am Start! Okay, Island ist fein. Das ist eine gute Magic-Karte, Leute. Jetzt ein bisschen Schiss. Oh, come on. Was passiert jetzt? 7 Mana. Boah, was ist das? Time Spiral für... Okay. Nein, jetzt habe ich Emrakul auf der Hand. Nein. Hey, ich will den nicht... Ich will den mit... Oh. Ich will doch mit Golos den aktivieren, Mann. Etexian Probe, auf geht's. Ich glaube, unser Gegner stormt jetzt mich aus, oder? Ich glaube, unser Gegner stormt mich. Ich habe nicht so viele Sideboard-Karten gegen Storm, bin ich ehrlich. Ich glaube auch, dass ich gestormt werde. Können wir jetzt ein bisschen zugucken, wie ich gestormt werde? Oh, Leertaste funktioniert auch nicht. Muss ich jetzt hier... Kann ich durch F6 jetzt? Geht das? Solring! What? Junge Gegner, stop it! Stop it! Storm Count, by the way, schon bei 5. Und das Schlimmste an allem ist, wenn unsere gegnerische Win Condition Brain Freeze ist, haben wir jetzt die einzige Antwort auf Brain Freeze auf der Hand. Wenn Emrakul noch im Deck wäre, würden wir nicht an Brain Freeze sterben. Nein. Bitte kill mich nicht. Storm Count schon. Was? Lotus Bloom hat Entity Exile Zone. Mox Diamond. Okay, Gegner hat ein Bunker-Stack. Warum ist jetzt eine. Achso, der muss eine Karte abschmeißen. Diamond, ja. Okay. Storm Count ist 6. Aber der Gegner hat nur noch 2 Handkarten. Brain Freeze reicht noch nicht. Das sind nur 21 Damage. Oh, ich glaube, er gibt den Zug ab. Oh, wir enttappen! Wir enttappen mit Golos! Auf geht's! Gib mir den Golos! Ja. Mein Gott, mach das doch selber! So. Rot, schwarz, weiß,
Grün, bla. Come on. Nur freaking Mana Flare? Ich habe so viele Fetzos. Ja, okay, cool. Cool, Mana Flare ist auch gar nicht so gut. Mana Flare ist gar nicht so gut, wenn jetzt der Gegner drankommt. Ah. Oh. Land hatte ich schon gelegt, ne? Ja, Land hatte ich schon gelegt. Warum kann ich Anolith noch casten? Warum ist sie gehighlightet? Gegner fett am Topfen. Ich F6 mal wieder eine Runde durch. Noch ein Vampiric Tutor. Ah ja, klar, natürlich. Hat er ja noch. Kann er ja wieder gezogen haben. Jetzt hätte ich Mana Flare auch gar nicht spielen sollen. Auf der anderen Seite, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Mit Mana Flare kann ich nächste Runde tatsächlich Emrakul hardcasten. Er kann nicht gecountert. Ja, okay. Ich kann theoretisch, wenn ich nochmal drankomme, hardcaste ich nächste Runde Emrakul. Geil. Auf geht er. Wahrscheinlich komme ich aber nicht mehr dran. Aber wenn ich drankommen würde, würde ich es machen. Okay. Okay. Na gut, sieben Karten. Mit einer Mana Flare auf dem Battlefield. Ja gut, jetzt mit Emrakul im Deck sterbe ich jetzt zumindest nicht an Brain Freeze. Also ich würde sterben an Dings. Ich würde sterben an einer Tendrils. Tendrils mit Storm Count 10 würde ich sterben. Aber ich sterbe zumindest nicht an Brain Freeze. Easy. Da sagt nochmal einer Haufen, ey, Leute. Ich habe das Gefühl, dass Oath of Druids nicht so gut ist. Den kann man, glaube ich, rausnehmen. Und Balance, glaube ich, auch nicht. Aber Rex Sage ist gut und ich glaube auch Acidic Slime ist gut. Weil unser Gegner hat schon auch mir ein paar Artefakte gezeigt. Dementsprechend, glaube ich, nehmen wir das mit rein. Survival kann weiterhin drin bleiben, Channel kann drin bleiben. Ja, super, würde ich sagen. Vielleicht ist sogar. Flo, danke dir für den 29. Monat. Vielleicht ist sogar Edric nicht schlecht. Vielleicht nehme ich mal hier diese Effekte raus. Toxic Deluge brauchen wir auch exakt gar nicht und das eigentlich auch nicht. Ich nehme mal Edric mit rein. Vielleicht können wir einfach ein paar Karten ziehen mit Edric. Ja. Keine Ahnung. Makeshift Mannequin vielleicht. Wofür? Warum wolltest du jetzt gerade Makeshift Mannequin? Ah gut, Makeshift Mannequin. Na, vielleicht lässt der Gegner mich ein bisschen was discarden. Das glaube ich okay. Ah, Heat braucht man auch nicht. Nee, hätte ich auch rausnehmen können. Okay. Oh, ziemlich terrible Hand. Ziemlich terrible Hand. Ziemlich schlechte Hand. Mal Mulligan. Oh yes. Oh yes. Keep. Oh yes. Ich weiß nicht, ob ich es weglegen soll.
Einfach eine Death Cap gelegt, glaube ich. Okay, Turn 1 so ging nicht so schlecht. Come on! Come Arigno, Gegner. Bitte counter das Channel nicht, Gegner. Oh. Brian Storm? Brian Storm, okay. Nehmen wir. Gegner weiß, wie man Brainstorm spielt. So halbwegs. Oh, Gegner ist fast ausgetappt, hat nur noch zwei Colorless Mana. Auf geht's. Ja. So, wie muss ich das jetzt machen? Wir dürfen wieder anfangen. Machen wir Mulligan auf Channel, Leute? Ja, klar, machen wir Mulligan auf Channel, oder? Ah, Channel Golos? Ist das gut genug? Ich meine, keepen müssen wir es, ne? Wir können ja ein bisschen warten einfach. Ah, müssen wir keepen. Und wie lange Arena Down ist? 2 bis 3 Stunden haben sie angekündigt. Ob das hält, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall Zeit genug, um einmal zu Vintage Cube. Ich meine, so schlecht ist Turn 2 Golos nicht, ne? Boah, Alter, die Soundeffekte sind einfach. Nicht, jetzt nicht Discard, Junge. Wer hat dir das denn erlaubt? Was ist hier? Ja, okay, ich meine, so schlecht ist das gar nicht. Dann können wir nämlich erstmal den Grizzlebrizzle loswerden hier. Ja, wird Zeit für einen Emrakul von oben, ne? Gegner auch einfach mal den Ulamog discarded. I see what you did there, Gegner. I see what you did there. Ulamog, come on. Ist eigentlich 50-50. Entweder wir ziehen Ulamog oder nicht. Wenn man ehrlich ist. Ich habe das gerade ausgerechnet. Das ist gar kein Ulamog. Haben wir den 50-50 verloren? Was ist da los? Ja, gut. Dann spiele ich Tiger und Signet. Ich gebe mir noch einen Draw für Emrakul. Gib mir noch einen Draw für Emrakul. Ja, ist okay. Ich schmeiß mal. Ist okay. Ich schmeiß mal jetzt hier Lando Calrissian ab. Ah, Liliana Turn 1 ist. Liliana Turn 1 hält auch ein bisschen dumm. So, okay. Bloodghast. Wow. Gegner hier mit einem voll dem Synergizer-Deck einfach am Start. Okay. Okay. Trigger. Okay. Da ist er. Liliana ultimate doch relativ schnell, ne? Es wäre jetzt schon. Ich sag mal so, wenn du jetzt Emrakul. A card would put into an opponent's graveyard from anywhere and set exiled with a void counter on it. Sacrifice void go to the exile. Mein Gott, kann man die Karte mir mal ganz zeigen? Play without paying its mana cost. What? Der ist aber gut. Gut, ich gebe mir jetzt noch einen Zug. Wenn wir jetzt nicht hitten, haben wir das Spiel eigentlich verloren, ehrlich gesagt. Boom! Ah. Der Draw dauert immer so lange auf Arena. Auf Arena, sorry, auf Modo. 50-50. Alter, Balance ist ja mal völliger Crap, ey. Okay, ich gebe mir noch eine Runde. Ich schmeiß einfach Balance ab. Ich habe eh kein weißes Mana. Okay, alles klar, komm.
Eine Runde habe ich ja noch. Eine Runde habe ich ja noch. Wenn dann das Liliana Ultimate kommt, dann würde ich vorher conceden. Yep, Ping haben wir gehört. Oh, Liliana Turn 1, ey. Das ist aber auch so broken AF, Mann. Okay. Akzeptiere ich. Schmeiße ich Balanche weg. Yep. Mhm. Gegner schmeißt Olivia weg. Ist krasser Reanimator hier. Cryptbreaker. Er hat aber auch selber nur noch eine Handkarte. Also ich meine, wenn wir jetzt ein Fetzo kriegen... Ich habe Lilly weitergegeben. Dann hab ich irgendwas Wichtigeres drüber genommen, glaube ich. Sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Okay. Ja, Land war wichtiger. Seht ihr doch, ich hab zu wenig Länder und auch zu wenig die Farben. Also. Naja, aber jetzt könnte immer noch ein Emrakul kommen. Nee, warte, kann nicht, ne? Through the Beach kostet 5. Ah, kann ich conceden. Okay. Okay, also da ist wahrscheinlich dann zumindest Makeshift Mannequin ganz okay, würde ich behaupten. Ah, hier diese ganze Scheiße brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich glaube, das waren Fehlpicks hier. Bone Shredder einfach vielleicht. Als Removal oder so. Living Death? Moment. Through the Breach hätte ich mit Channel bezahlen können. Das stimmt sogar. Ja, stimmt. Hätte ich machen können. Ja. Die Hände funktionieren aber auch einfach nicht so richtig. Was ist das, Alter? Was ist das Band? Through the Breach, Living Death. Harte Foppungen in Fopphausen hier auf jeden Fall. Harte Foppungen. Das ist auch so schlecht, die Hand einfach. Ist so schlecht. Da habe ich gehe einfach auf 5, ehrlich gesagt. Was soll ich mit der Hand machen? Okay, Sheldog Isle ist nice, aber... Das ist auch ziemlich bad. Ja, ob man was mit Thundering Titan anfangen kann, mal gucken. Als wieder Turn 1 Dark Virtual Liliana kommt, ist auf jeden Fall ziemlich essig. Den hat auch einen Mulligan gemacht oder war Mother jetzt nur noch? Den hat auch einen Mulligan gemacht. Ey, kein Turn 1 Play, sehr gut. Boah, könnte man hinnehmen. Ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich legt man das auch nicht hin, ne? Wahrscheinlich wartet man einfach, bis der Gegner eine Kreatur gelegt hat, damit es auch wirklich triggert. Wahrscheinlich hätte ich hier einfach Signet legen müssen. Aber gut, ich meine, man lernt ja auch, ne? Man spielt ja auch einen Cube Draft, um zu lernen. Okay.
Tiny Thundering Titan ist halt auch super schlecht einfach. Gegen Mono Black ist Thundering Titan einfach richtig bad. Gut, ich meine, vielleicht haben wir einfach ein bisschen mehr Zeit, ne? Wenn der Gegner jetzt einfach auch die ganze Zeit keine Kreatur legt. Mono Black muss sich halt erstmal um Oath kümmern. Also. Recurring Nightmare, okay. Fair. Nicht. Nicht fair. Na gut, warten wir einfach, ne? Man soll, wenn der Gegner nichts macht, machen wir einfach auch nichts. Wir chillen einfach ein bisschen Vintage Cube Style, Leute. Wir chillen einfach ein bisschen Vintage Cube Style. Okay. 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 Das ist eine Magic-Karte. Okay, auf geht's. Ja, komm, easy. Roms! Annihilator 6! Annihilator 6! Das ist so dumm, einfach. Hier. Please sacrifice all your swarms and recurring nightmare. Malignor 5, was ist da los? Ja, sicher. Ja, sicher. Okay, also Oath hat mir gefallen. Ja, Living Death ist halt schon ein Punkt, aber auf der anderen Seite ist das Conceit, dass es Conceit-Knöpfe gibt. Ich meine, man könnte auch Gonti spielen, ne? Man könnte sagen, pass auf, wir nehmen Living Death raus und spielen Gonti. Wir gucken mal, was der Gegner noch so Schönes parat hat für uns. Vielleicht auch keine schlechte Idee. Na komm, versuchen wir es nochmal. Ganz entspannt. Aber jetzt kein Mulligan auf 5, sondern einfach mal direkt. Der Gegner spielt Mono Black, ja. Na, jetzt, wie gesagt, also, also sieht zumindest so aus, als würde er Mono Black spielen. Wir haben, glaube ich, keine andere Farbe bisher gesehen. So. Wie wär's denn mal mit Turn 2 Channel Emrakul? Huh? Wie wär's damit? Ich hätte nichts dagegen. Hey, Portos, herzlich willkommen im Stream. Survival, Toxic. Ich glaube, es ist okay, die Hand, aber die ist einfach nicht degeneriert. Die ist nicht degeneriert, ne? Weil es ist auch wieder ein Mulligan, ehrlich gesagt. Ein Bone Shredder macht nicht wieder. Ja, ist ein Mulligan. Oh, meine Hände, ey. Oh, die Hände sind aber wirklich alle einfach nur richtig scheiße. Oh Gott. Gut, ich meine, wir können Channel ziehen. Wir können von oben Channel Emrakul ziehen. Das geht immer. Unholy Heat vielleicht, um early was zu zerstören. Wir haben vielleicht eine Chance auf Golos. Wenn wir Through the Breach ziehen, können wir mit Grisselbrand 7 Karten ziehen, was okay ist. Dann kann man vielleicht wieder ins Game kommen. Ich denke mal, wir legen Balance weg und dann gucken wir mal. Ich habe einfach nicht genug Auswahl, Elgin. Also, es gibt vielleicht tatsächlich bessere Karten noch, aber ich habe wirklich wenig Auswahl, weil ich einfach sehr viele Länder gepickt habe, um Golos fähig zu machen. Aber das könnte ein Fehler im Draft gewesen sein, Golos fähig zu machen. I don't know. I don't know.
Cryptbreaker. Na, Cryptbreaker müssen wir gleich abschießen. Signal ist nicht schlecht. Hat er die Soundeffekte? Er hat die Soundeffekte gemacht. Charge! Ich hätte gerne andere Soundeffekte in meinem Game. Geht das? Geht das bitte? Ah, der ist halt wirklich ein schlimmer Fratz. Das ist ein okay. Also ich würde jetzt. Ich würde Through the Breach hier nehmen. Ich bin da ganz ehrlich. Ich bin da ganz ehrlich. Grief. Wow. Gegner X. Oh, was? Und was ist denn jetzt? Weiß man denn, was geexiled wurde? Makeshift Mannequin. Okay. Na dann, was nimmst du mir weg? Emrakul ist schlimm, aber Grizzle Brand ist auch schlimm. Dann sehe ich das gerade richtig? Mich verarschen? Das kann doch nicht allen Ernstes funktionieren, oder? Nimmt er mir jetzt Emrakul weg und castet den? Kann er jetzt einfach Grizzlebrand casten? Macht er aber nicht. Dagegen entschieden, interessant. Ja, wir brauchen jetzt Through the Breach, glaube ich. Und noch ein Land. Es fühlt sich ein bisschen an wie das Omniscience-Event, ne? Also sehr ähnlich zu Arena vorhin. Channel würde auch gehen. Wobei, Channel geht gleich nicht mehr, aber Average Converted Mana Cost auf deiner Hand? 10. Ja, übertreib nicht. Nee, meine Average Converted Mana Cost auf der Hand ist wirklich 10. Ja, stimmt. 30 durch 3. Okay, alles klar. Kann man sich mal gönnen, finde ich einfach. Kann man sich mal entspannt gönnen hier, die 30. Necromancy. Grief. Oh boy. Boy, der Boy. Okay, ja, wir brauchen jetzt Channel, halt. Und selbst Channel reicht jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Also wenn man mir Ulamog wegnimmt, habe ich, glaube ich, eh verloren. Ah, nee. Wenn ich jetzt... Warte mal. Channel! Ich kann gar keinen Spell spielen, Alter. Ich sterbe halt einfach ohne ein Spell gespielt. Ja, gut, doch, ich habe Grue Signet gecastet. Geil. Oh. Dann bring mich jetzt wenigstens um. Aber das Deck vom Gegner ist auch sehr gut. Sehr gut gestreamlined, gute Curve. Da darf man ruhig mal gegen verlieren, finde ich. Kannst du mir einfach einen Schock ins Gesicht schießen? Ah, der hat jetzt Haste. Ja, ja. Ah, oh, Sheldog Eye. Ah, sehr gut, okay. Dammit! Na gut, ich meine, wir haben alles gegeben, Leute. Es war leider nicht mehr drin. Wir spielen gegen Joelring. Aha. Oh, ich glaube, es ist ein Keeper.
Turn 1 Sheldock Isle, Turn 2 fetchen wir auf Tiger. Dann haben wir schon mal alles Mana und können Simic. Ist, glaube ich, gut. Die Frage, was da drunter liegt. Sagt Hideaway genau. Kannst du mir sagen, was Hideaway sagt? You may play the exiled card. Wow. Ja. Nicht Gucci. Das ist ja ziemlich strong. Okay. Turn 2 Signet, Turn 3 dann immerhin Hans Meiser. Das ist schon okay. Boah, schon wieder so ein degeneriertes Deck beim Gegner. Hört mal auf mit den ganzen degenerierten Decks hier. Turn 2 könnte man auch... Ah ne, ich glaube, ich will mal die Lyra ein bisschen aus. Taigo. Und Sichnee. Nächste Runde. Sind wir hoffentlich noch nicht tot. I don't know. Ich würde jetzt nächste Runde Hans Meiser spielen, aber vielleicht sind wir einfach schon tot. Oh, Attack für 1 mit Goblin Wheeler, das ist aber fair. Das ist ja faires Magic hier. Ja, aber gerne doch. Noch ein Cygne. Okay, pass auf, ich mache das wie folgt. Ich nehme jetzt das hier in den Pool für das hier. Dann machen wir das hier und dann machen wir das hier. Und dann spielen wir den. Ja, das ist doch gut. So, und dann passen wir mal den Turn. Hans Meiser! Auch keine besonders starke Karte, aber hey, ich mag Hans Meiser. Früher habe ich den gerne gezockt. Dark Ascension Standard war Hans Meiser ein Karton, ey. Zusammen mit Thraktusk und der Olivia. War geil. Mhm. Das ist eine Karte, die ich nicht unbedingt sehen muss. Der Grimmest of Monoliths. Vielleicht müssen wir den tatsächlich mal vindicaten. Können wir das vindicaten? Ja, können wir sogar. Wir haben... Oh, wir haben auch Balanche. Aber Balanche hilft mir jetzt nicht so viel. Man kann alles vindicaten, stimmt. Theoretisch kann man alles vindicaten, das ist richtig. Was? So, jetzt brauchen wir nur noch ein paar coole Karten ziehen. Zum Beispiel Emrakul oder Ulamog oder Dinge. Ja. Na gut, das macht jetzt auch nicht so viel, weil er halt den Wheel da hat, aber... What? Macht er jetzt wirklich noch was mit dem Mana? Holy... So im Splinter Twin Universum zu Hause. Ich glaube, unser Gegner ist im Gegner könnte so im Splinter Twin Bereich unterwegs sein. Wenn jetzt Splinter Twin kommt, haben wir einfach verloren, ne? Oder? Das, ja, Splinter Twin killt mich einfach. Sauer. Klaut mir einfach den Hans Meiser, ey. Ich raste aus. Na gut, aber dann ist doch jetzt Balance gar nicht so schlecht, oder? Aber Balance ist nicht ganz so gut für meine Lane. Obwohl doch, Lance geht auch tatsächlich. Delusche. Ich glaube, Delusche ist einfach besser gerade. Thank you.
Ich will Through the Breach behalten. Hans flippt, wenn kein Spell. Hans flippt, wenn kein Spell gespielt wurde. Ich habe ja immer noch die Off-Chance, jetzt einfach mal einen großen Karton zu ziehen, ne? Egal, wie gesagt, wir haben ja ein paar riesen Kartons im Deck. Through the Breach auf der Hand zu behalten. Mal hätte ich mit Balance. Na, mal gucken. Academy Ruins, okay. Na, no, das ist doch mal ein Karton hier. Okay, ich würde gerne mal 7 Karten ziehen. Ah ja, okay, fair. Mhm. Cool. Ja, das. Ich glaube, 7 reichen mir erstmal. Obwohl, weiß ich nicht. Reichen mir 7, Chat? Ich würde nochmal 7 ziehen. Mit Golos ist schon okay, glaube ich. Ist okay. Through the Breach Grizzlebrand. Geht klar. Alter, die Soundeffekte, ey. Rast dich aus. Okay, ja, Mountain ist okay. Nächste Runde können wir, glaube ich, Gilded Lotus und Golos legen, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, passt. Oh, was ist hier los? Deceiver Exile? Oh mein Gott, es ist wirklich Splinter Twin. Es ist einfach freaking Splinter Twin, das gibt's nicht. Ah, ich habe noch 19 Karten. Ich habe noch 19 Karten in der Library. Nice geplayed vom Gegner. Hätte ich gar nicht mehr dran gedacht, aber es liegt ja einfach nur Scheiße in meinem Spelldog. Von daher. Junge, das Interface macht mich kaputt. Ich sag's, wie es ist, Leute. Das Interface macht mich kaputt. Mein Gott, nimm doch das Mana, was im Pool ist. Wenn der Gegner jetzt Splinter Twin hat, hat er Splinter Twin. Was soll ich tun? Muss er aber nicht unbedingt haben. Wenn ich noch einen Zug kriege, kriege ich eine Golos-Aktivierung. Die wäre schon lecker. Die würde mir schon schmecken. Signet, okay, das ist in Ordnung. Nice. Nice. Auf geht's. Auf geht's. Warte mal. Wenn ich Mana Flare über Gilded Lotus spiele, kriege ich den zweimal aktivieren, oder? Pass auf. Weiß. Schwarz. Rot. Blau. Grün. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay.
glaube, Living Death will ich nicht spielen. Ja, das ist halt sehr ärgerlich. Einfach mehr Länder kaputt machen, aber. Glaube, ich kann aber. Kann ich noch ein Land spielen? Kein Land mehr spielen. Ja. Ich hätte dort. Oh, fuck. Ah, ich hätte mit Channel. Moment. Ich hätte mit Channel nochmal Golos aktiviert. Okay. Okay, muss ich häufiger spielen. Muss ich häufiger spielen, sonst krieg ich nicht. Ah, jetzt hast du. Hat das Splinter Twin Ore gezogen oder was? Nein. Splinter Twin von oben? Kiki Jiki. Vielleicht auch, ne? Er hat kein Rot mehr, oder? Er hat kein rotes Mana mehr. Kiki-Jiki kostet Triple Rot, ne? Okay, dann habe ich da noch eine Chance. Habe ich da noch eine Chance. Das Deck vom Gegner ist aber gut. Sehr gutes Splinter Twin Deck auf jeden Fall. Season Pyromancer. Ja gut, den kann er. Ja, der ist mir egal, ehrlich gesagt. Ich aktiviere jetzt nochmal zweimal Golos. Ich habe noch 10 fucking Karten in meiner Library und noch unendlich viele Titans. Nee, tue ich nicht, weil ich einfach kein weißes Mana habe, ne? Ich nicht. Okay, dann hoffe ich mal auf eine Kreatur. Hätte ich vielleicht die Colonnade einfach noch legen sollen? Okay. Stimmt, Lotus macht weißes Mana, du hast recht, ja. Stimmt, Lotus macht weißes Mana. Gut. Alter. Oh. Leute, ich sag's euch, wenn man einfach die Raps nicht drin hat, ne? Wenn man die Raps nicht drin hat und einfach nur Arena gewohnt ist und auch die Arena, das Arena-Interface gewohnt ist, Alter, das ist echt anstrengend. Anstrengende Geschichte. So, was will ich denn haben? Bone Shredder sieht ganz okay aus hier. Diese ganzen Mana-Flay-Effekte, ich weiß nicht, ob die so super nice sind. Gonti, nee, ich glaube auch nicht. Das ist alles okay. Glaube, ich nehme mal einen Mana-Flay-Effekt raus. Moin, Matt-Strudel, herzlich willkommen. So, wollen wir mal gucken, ob wir wenig. Wenn wir 2-1 gehen würden, wäre halt schon richtig nice, finde ich. Ich glaube, wir machen mal wieder einen Mulligan. Die Hand macht wieder nichts. Ich meine, wir haben Through the Breach. Obwohl, komm, ey, scheiß drauf. Wir ziehen uns da rein. Ganz ehrlich, wir haben Mana. Wir haben erstmal einen Sweeper. Wir haben Through the Breach. Wenn wir einen von unseren Fetzos ziehen, egal, jetzt Emrakul, Ula Schmock, alles egal. Nehmen wir mit. Der Gegner spielt direkt wieder einen Wilder aus. Ein Wilder aus, okay. Vindicate, auch schon direkt eine Karte hier. Machen wir auch Dinge mit kaputt. Turn 3 Sweeper. Was soll schon passieren, ganz ehrlich? Als ob wir nicht easy gewinnen mit Through the Breach. Shelldog Isle hat er auch.
Richtige Premium-Karte, diese Sheldon-Eile. Okay. Facedown Card has entered the Exile Zone. Ja, alles nur Sorcery Speed, das stimmt schon. Das stimmt schon. Leider, das stimmt schon. Boah, Alter, nice. Jetzt brauche ich. Habe ich zu wenig Fettsoße im Deck? Jetzt mal ernst gemeinte Frage. Mir fehlen immer die Fettos. Mir fehlen immer die Fettsoße. Das gibt's doch nicht. Gucken. Mal gucken. Mox Ruby ist eine Magic-Karte. Mox Ruby ist eine Magic-Karte. Leg mal ein paar Kreaturen hier, bruh. Sneak Attack ist eine Magic-Karte. Aber ich kann dir sagen. Aha, Sundering Titanio. Ganz ehrlich. Bisschen Schiss. Ich bin ein Schissbärchen, Leute. Ich bin ein Schissbärchen. Ein bisschen Schiss vor Sneak Attack. Oder alle drei farblosen Fettsoße. Ja, genau, richtig. Ja, genau. Das kann auch sein. Richtig. Genau. Wenn alle Fettsoße auf meiner Hand hängen und. Na, jetzt sind wir auf 18. Jetzt wird schon wieder eng mit Channel, ne? Da, ready. Macht der Boy denn überhaupt? Okay. Minus 10. You get an emblem with whenever an artifact when you're grave from the return that card to the battlefield. Okay. Da ready ist auf jeden Fall auch eine Magic-Karte. Die Frage, ob wir gleich jetzt channeln mit Thundering Titan oder eher nicht. Viel Auswahl habe ich jetzt auch nicht, ne? Wo mache ich das jetzt? Wo ist jetzt der Effekt? Ach, hier ist er. Geil, ehrlich gesagt. Ist eher terrible. Ich glaube, das hätte ich einfach nie. Nee, auch nicht. Jetzt habe ich immer einen 7-10er, der kann vielleicht nochmal Sachen kaputt prügeln, aber. Zwei Länder von mir zu oft. Irgendwie fühlt sich das. Bei The Thundering Titan in dem Deck, das 100 verschiedene Basic Lands spielt, auch nicht so gut, ne? Ja, was soll ich sonst machen? Soll ich sonst einfach Toxic Delu spielen, um den umzubringen? Jetzt habe ich immer einen 7-10er auf dem Board. Ja, bestimmt nicht mega gut, aber I don't know. Kann ich die Savanna doppelt auswählen für Plains und Forests? Echt? Das wäre auf jeden Fall grande Play gewesen, ja. Das wäre natürlich grande Play gewesen, ja. Recruiter is also a magical card. Aber extra discard ist halt auch crazy, ne? Ragavan Nimble Pilferer. Okay. Ah, ich glaube, Toxic Deluge für x gleich 1 sieht hier relativ schmacko aus. Leider kill ich da Ready nicht, aber ich glaube, es ist trotzdem in Ordnung.
Könnte sich vielleicht. Ich habe gerade kurz überlegt, ob er sich Memory Jar zurückholt, aber. Man kann auch, finde ich, irgendwie bei diesen Cube-Games immer sehr schlecht entscheiden, wer wann vorne ist. Weil dadurch, dass es halt diese unendlichen I-Win-Combo-Pieces gibt, kann jetzt auch sein, dass er mich einfach rausnimmt. Mal 6 Mana braucht er noch. Ich meine, er sieht unendlich viele Karten mit der Reti. Vielleicht hat er jetzt keinen Out gegen den 7-10. Oh, Show and Tell auch noch. Alter. Okay. Sheldog Isle kann jetzt auch gecastet werden. Die Karte unter Sheldog Isle kann jetzt auch gespielt werden. Unklar, ne? Unklar. Aber es gibt anscheinend keine absolut klare Line für den Gegner, weil ansonsten hätte er sie vermutlich schon gewählt. Creeping Tauropito. Na, erstmal Attack Skies auf Daretti. Ah, kommt wahrscheinlich eine Pestermite rein oder ein Exarch. Ja, wahrscheinlich eine Pestermite, ja. Na, das ist nicht so cool für uns. Weil jetzt sind wir halt eine Karte davon entfernt, einfach zu sterben. Und unser Gegner sieht noch 100. Don't kill me. Don't kill me, I'm your friend. Ah. Ah. Oh, das ging zu schnell, Leute. Das ging zu schnell. Das ist zu schnell. Da ist er. Da ist der Splinter Twin. Das ging zu schnell. Einfach durchziehen jetzt. Einfach keinen Mulligan nehmen, Channel Emrah cool auf der Starthand und dann gib richtig Gas. Das ist so ein dummes Ende einfach, aber okay. Mal schauen. Mal schauen. Gegner sideboardet ein bisschen mehr, kann ich verstehen. Ist ja auch nicht so leicht zu sideboarden, also. Aber wir haben jetzt 2-0 gewonnen, dann 2-1 verloren und jetzt steht's 1-1. Also es gab zumindest immer gute Matches. Ja, ich habe den Die Roll gewonnen. Boah! Keep! Aber richtiger Keep hier. Through the Breach, Emrah cool, Mann. Was kann Splinter Twin? Der macht sich einfach unendliche Kopien von Pestermite und gewinnt dann das Spiel. Splinter Twin ist ein Enchantment, das sagt, tap die Kreatur und erzeuge dann eine Kopie davon. Und Pestermite kann was antappen. Und die Kopie kriegt Haste. Dann kann er halt unendlich oft eben die ursprüngliche Karte kopieren und mit unendlich viel Haste dann angreifen. Okay, Leute. Turn 4 Emrah auf Gitter. Ach, Gegner, macht doch was. Hans Meiser als Zwischenplay? Aber natürlich. Warte mal. Ah, nee. Ah, erstmal wieder Signet benutzen. So, und jetzt Hans Meiser. Immer erst Signet benutzen, Leute. Hans Meiser ist ein guter Typ. Nächste Runde, Emrah ist auch ein guter Typ. Wenn der Gegner jetzt kein blaues Mana legt und wir nicht vor irgendwelchen, ich sag mal. Ah, jetzt leg was. Nicht vor irgendwelchen Counterspells Angst haben müssen. Das Gute ist, dass der Hans Meiser ihn so ein bisschen dazu forciert, was zu spielen. Ja, sehr gut, Season Pyromancer. Okay, Leute, es wird nochmal geämra cool. Ja, I would like to pay. I would also like to pay for this.
And then, if that is okay, I would like to put this card onto the battlefield. Then I would like to attack. What do you think about this? Hier ist unsere Belohnung, die wurde leider woanders angezeigt.